So, guten Morgen. Hier ist die Heike Montag. Wir machen einen Yoga-Flow und ich habe mir was Ruhiges ausgedacht für heute. Und wir wollen noch am Boden beginnen. Und schaut mal, am besten richtet ihr euch so eine kleine Decke für die Knie. Ich drehe mich lieber so rum. Kann mit oder Decke sein oder ohne Decke sein, aber es schützt so ein ganz klein bisschen die Knie. Wir bleiben auch nicht so lange am Boden, nur für unsere ersten wärmenden Übungen. So, unser Diamant sitzt. Ne? Beine sind geschlossen, Rücken aufrichten. Und nimm einen Moment mal die Hände in deinen Schoß und schau, wie du da bist, den heutigen Tag. Und bring deine ganze Achtsamkeit zu deinem Atem und komm ein bisschen an. Du darfst immer die Augen schließen, du kannst sie auch immer offen lassen. Aber das Wahrnehmen, wie bist du da, das ist so ganz wichtig für uns in unserer Yoga-Praxis. Noch einen schönen tiefen Atemzug, einfach annehmen, wahrnehmen. Sehr schön. Wir wollen den Rücken so ein bisschen wärmen, dass wir uns nach hinten öffnen. Ein, nach vorne aus. Schau, dass du deinen Atem findest. Ausatmen nach vorne und schön den Rücken schrauben. Ein und aus und ein letztes Mal. Gut. Wir nehmen dann unsere Hand zum Boden, rechts oder links, und du schaust einfach mal zum Himmel. Auch hier einatmen und deinen Atemraum wahrnehmen, die Lungenspitzen belüften. Ausatmen, beide Hände ziehen nach unten und zieh die Schultern in deine Hosentasche. Auch hier bitte noch zweimal wiederholen. Einatmen, nach oben schauen, schön die Lungenspitze belüften. Ausatmen, tief. Noch einmal bitte. Rechte und linke Seite, ein nach oben schauen, gut und ausatmen, zieh die Schultern richtig nach unten, mach dich ganz lang in deiner Wirbelsäule, ein letztes Mal über deine linke Seite und aus. So, und unsere letzte wärmende Übung, die heißt Flügel schlagen. Herz öffnen, nämlich auch unser Flow heute ist ein Herzraumöffner, Hände zum Körper hin. Wirbelsäule nach oben öffnen, Herz. Ausatmen, ruhen. Einatmen, Herz öffnen. Lass dir Zeit. Schau, dass du dein Atemtempo findest. Das kann durchaus langsamer sein als das meinige oder schneller. Aber wir heben unser Herz, atmen ein und ziehen den ganzen Rücken rund. Heben, ausatmen, ein. Versuch mal ein bisschen jetzt das Tempo zu steigern, dass wir eher ins Erwärmen unserer Wirbelsäule kommen. Aus, ein, aus. Und du darfst natürlich auch wirklich durch den offenen Mund ein- und ausatmen. Ich bin da eher stiller, weil ich mein Mikro vor meinem Mund habe. Aus, ein, aus, ein, aus. Versuch mal die Handflächen nach unten und nach oben zu bewegen. Auch dadurch kannst du ein bisschen mehr Beweglichkeit erlangen. Noch zweimal bitte. Ein letztes Mal und richtig schön mal hier öffnen, dich freuen auf deine heutige Yoga-Praxis. Einen Flow für unseren Herzraumöffner. Gut, wir machen eine kleine Bewegung noch. Ein Fluss am Boden, aus der Stellung des schlafenden Kindes. Noch einmal ganz kurz wahrnehmen, wie bist du da? Und dann geht es los. Einatmen, trag dich in die Katze und stell die Zehenspitzen auf. Und auch hier die Wirbelsäule öffnen, die Brustwirbelsäule weit nach vorne schieben. Ausatmen in unseren ersten herabschauenden Hunden, weil es noch schöner Morgen ist. Lass dir Zeit, geh mal ins Walking, Dog-Gefühl. Schau immer mal wieder unter den Achseln im Wechsel durch. Genieße einen Moment den ersten Stretch für deine Beine. Sehr schön. Wir kommen weiter mit einem kleinen
Kätzchen, Knie abstellen und hier achte ich immer ganz besonders, dass mein Bauchraum ganz stabil ist. Dann setze ich meine Brustwirbelsäule Richtung Erde, halte aber in der Luft zwischen und dann schlupfe in die Kobra, zieh die Schulter nach hinten und streck noch einmal den ganzen Herzraum nach oben und dann das Schlängeln zurück in das schlafende Kind. Diesen Flow noch einmal ganz langsam. Schau mal, dass du hier deine Achseln nach unten schiebst. Das Einatmen, Zehenspitzen aufstellen, weit nach oben öffnen. Mit dem nächsten Ausatmen in den herabschauenden Hund. Gerne das Bewegen der Fersen zum Boden hin. Mindestens noch 4 Atemzüge. Noch 2. Ein und aus. Sehr schön. Beide Füße landen. Einatmen, viel Zeit lassen. Knie absetzen, Nacken langziehen, Herzraum öffnen. Bauchraum ganz aktiv. Tief sinken in unsere Raupe. Schlupf vor, zieh die Schultern in deine Hosentasche. Eine Kobra. Und ich ziehe mich zurück. Schön mit den Armen strecken. Und wir landen im schlafenden Kind. Das machen wir ganz fließend. Bitte noch 2 Runden. Einatmen, trag dich nach oben, stell die Zehenspitzen auf. Ausatmen, schieb die Füße zur Erde und die Sitzknochen zum Himmel. Einatmen, aktiv im Bauchraum, in die Katze. Ausatmen, tief in deine Raupe. Schlupf vor, in die Kuppe, drück an deine Schultern. Ein. Und zieh dich weit zurück in deinem Ausatmen bis zum schlafenden Kind. Wir lassen es weiterfließen. Ein, Zehenspitzen aufstellen, herabschauen, ausatmen. In die Katze einatmen, schauen, zieh die Brustwirbelsäule lang, Raupe tief. Schlängel dich vor. Einatmen und zieh dich zurück. So, wir machen noch 2 Runden. Statt der Katze den Tisch und den Stab zum Wärmen. Ein, herabschauender Hund, aus. Jetzt gib mit einer schönen Welle das Gewicht vor auf deine Hände. Du kannst natürlich auch immer noch in der Katze und in der Kobra bleiben. Und hier schau mal, dass du die Knie in der Luft hältst. Ich bin sogar auf den Fußrissen. Du kannst gerne mal hingucken. Und dann ziehe ich mich hier weit nach hinten. Eine kleine Pause. Atmen. Und mir wiederholen. Ein. Herabschauender Hund. Aus. Kleine Welle. Ein. Stab aus. Rauchschauender Hund, ein, lass die Knie in der Luft, zieh dich nach hinten, aus, einen kleinen Atemzug nachspüren, auch diese Serie noch 2-mal. Ein in die Katze, herabschauender Hund, aus, kleine Welle ein, Stab aus, heraufschauen, ein. Abschauender Hund, aktiven Bauch, den brauchen wir. Kleinen Moment atmen. Letzte Runde bitte. Einatmen hinauf. Herabschauender Hund und aus. Langziehen in den Tisch mit einer Welle. Tief in den Stab. Roll über die Zehenspitzen. Und schieb dich ins schlafende Kind. So, einmal die Hände übereinander stapeln, Stirn auflegen und nochmal die ganze Wirbelsäule belüften. Einmal hochkommen in deinen Diamantsitz, nachspüren, hat sich was verändert? Genau, und immer wieder einfach wahrnehmen, wie bist du da?
Sehr schön. Und dann gehen wir weiter, also ab nach vorne. Auch hier bauen wir langsam auf. Moment, deine Tasche wegschieben. Wir nehmen weit uns nach oben in den gestreckten Berg mit unserem Einatmen. Greif rückwärtig, kreis die Schultern, schieb hier mit deiner Brustwirbelsäule. Rücken lang, zieh dich in die tiefe Vorbeuge. Eine kleine Welle zum Einatmen und wir stellen den rechten Fuß nach hinten. Leg den Fußrist ab. Ein schönes Herz öffnet. Ein liegender Held. Und die erste Runde lassen wir uns auch ganz viel Zeit. Kleinen Moment nachspüren. Gut, mit der nächsten Ausatmung ziehe ich mich hier. Rücken strecken. Und mit dem nächsten Einatmen tief sinken. Schau nach vorne, liegender Held. Stell die Zehenspitzen auf. Wir klettern nach hinten. Einmal schön in den Walking Dog kommen. Noch drei, zwei, Fersen beide tief. Kletter nach oben in den dreibeinigen Hund. Rechter Fuß steigt. Stell ihn weit durch. Und wenn ich zurückkomme, arbeite ich an meinem hohen Ausfallschritt. Bleib einmal einen Moment hier. Du kannst die Fingerspitzen aufeinander legen oder auch die Handflächen. Aber wir öffnen unseren Herzraum. Halte, streck dein hinteres linkes Bein maximal. Noch mehr. Wunderbar. Mit deinem nächsten Ausatmen kletterst du nach vorne. Tief sinken. Und dein nächster Einatmen. Führ die Hände über die Seite. In den aufrechten Berg. Und aus. Aufrechter Berg ein. Schultern kreisen rückwärtig. Leg die Nasenspitze auf die Knie aus. Kleine Welle ein. Und wir klettern dieses Mal mit dem linken Fuß nach hinten liegenden Fußrist ab. Öffnen unseren Herzraum. Unser liegender Held. Hier, wie schön. Genau, strahl einfach mal nach oben zu deiner Sonne. So, mit dem nächsten Ausatmen ziehe ich meine Sitzknochen nach hinten, versuche hier mich nach hinten zu ziehen, Rücken zu strecken. Tief hineinsinken und mit dem nächsten Einatmen noch in diese Heldvariation. Kletter nach hinten, herabschauender Hund. Bitte den Walking Dog auf 4. Schön Rücken bewegen. Noch 2. Tief sinken, ausatmen und linker Fuß steigt in den dreibeinigen Hund. Stell den Fuß durch. Den Weg zurück in unserem hohen Ausfallschritt. Oder einer Krieger 1 Variation. Hier Fingerspitzen aufeinander verschränken, ungewohnt verschränken für deine zweite Seite und einfach öffnen. Genau, schau nach oben. Lächel dir mal zu. Wunderbar. Streck noch ein bisschen mehr dein rechtes Bein. Ferse gegen eine imaginäre Wand. Wunderbar. Wir gehen tief. Ausatmen und mit dem Einatmen zieh deine Wirbelsäule nach oben in die Länge. Führ die Hände über die Seite. Und wir spüren nach. Genau, aufrichten. Unsere Berghaltung kurz nachspüren und jetzt gehen wir schon ganz fließend durch diese Serie. Einatmen in den Aufrichten, tief kreisen, atme aus. Einatmen mit einer kleinen Welle, setzt mit dem Ausatmen rechts zurück, Fußrist liegt ab. Einatmen, Herz heben und mit dem Ausatmen streck einmal. Dein linkes Bein um den Rücken. Einatmen. Leise nach unten öffnen. Und kletter nach hinten. Ausatmen. Rechter Fuß steigt. Dreibeiniger Hund. Atme ein. Und setz den Fuß durch. Atme aus. Herz heben. Einatmen.
Tief sinken, ausatmen. Aufrichten. Und das klein bisschen nachspüren. Und gleich die linke Seite. Einatmen nach oben. Schultern kreisen, tief sinken, Vorbeuge aus. Kleine halbe Vorbeugewelle ein. Linker Fuß ausatmen, nach hinten Fußriss ablegen. Hier schön deinen Herzraum öffnen. Einatmen. Jetzt zieh das rechte Bein in die Länge, streck den Rücken aus. Tief sinken. Ein. Und in den herabschauenden Mund aus. Linker Fuß steigt mit dem Einatmen. Setz ihn durch und aus. Und hier diesen großen Ausfallschritt. Einatmen. Kletter nach vorne. Ausatmen. Aufrichten. Einatmen. Und das Nachspülen. So, es gibt eine kleine Veränderung jetzt. Auch wieder die ersten Runden rechts und links langsam und dann im Atem. Wunderbar, es geht los mit dem Einatmen und dem Aufrichten weg. Tief sinken und aus. Kleiner Halbmond nach vorne, Welle ein. Fußtritt absetzen und aus. Herz heben, einatmen. Und jetzt stell die Hände ab und wir klettern direkt nach hinten. Ausatmen. Unsere Welle, das haben wir ja schon geübt. Fingerspitzen tief. Roll nach oben. Schieb dich ins schlafende Kind. Aufrichten mit einem Einatmen. Lang ziehen mit einem Einatmen. Und die ganze Wirbelsäule weit nach vorne strecken. In die Katze ein, in den herabschauenden Hund aus. Rechter Fuß steigt, zieht den rechten Fuß durch. Hier hoher Ausfallschritt, einatmen, nach vorne klettern, ausatmen. Wir heben unseren Kopf, unseren Rücken, unsere Wirbelsäule ziehen ein und aus. Gleich unsere linke Seite. Einatmen und tief sinken, ausatmen. Ganz tief, tief, tief hinunter. Kleine Welle ein und klettern nach hinten. Wir legen Knie ab, Fußriss ab, aus. Wir heben uns in den Krieger, den liegenden Held und schlupf hier direkt in den herabschauenden Hund. Kleine Welle ein. Tief sinken aus. Herausschauender Hund. Ins schlafende Kind auf. Aufrichten. Und den Weg zurück. Einatmen, Herz heben. Tief und aus. In die Welle ein, in den herabschauenden Hund aus. Linker Fuß steigt, zieh den linken Fuß durch. Hoher Ausfallschritt. Kletter nach vorne, über die halbe, in die ganze aufrechte Bergposition. So, und einen kleinen Moment nachspielen. Wunderbar, das ist schon unser ganzer Flow. Wir wollen ihn üben, praktizieren und kleine Haltepausen nach und nach einbauen. Sehr schön. Es geht los. Aufrechter Berg. Einer. Tief sinken. Genieß mal dieses Tief sinken. Die Nase auf, die Beine legen. Kleine Welle ein. Rechter Fuß klettert nach hinten aus. Heb dein Herz. Atme ein. Schlupf nach hinten. Atme aus. Welle ein.
Fingerspitzen fest in die Erde gestellt. Du kannst auch immer statt dem Star und dem heraufschauenden Hund Kobra machen, das, was wir als allererstes geübt haben. In die Katze ein, in den herabschauenden Hund aus. Hier wollen wir unseren ersten Haltepunkt einlegen. Fest die Zehen zum Boden und einfach das Genießen, dass du noch intensiver mit den Sitzknochen zum Himmel hochziehst, Kniescheiben streckst. Bitte noch zwei wunderbare Atemzüge. Gut, rechter Fuß steigt. Einatmen. Ziehen durch und aus. Aufrichten, einatmen. Und wir klettern nach vorne aus. Aufrichten, einatmen. Und nachspüren. Gut, die linke Seite ist genauso wie die rechte. Ein und hinauf, aufrechter Berg. Schultern kreisen, das Sinken und das Genießen. Kleine Welle ein. Linker Fuß geht zurück. Herz heben, ein. In den herabschauenden Hund, aus. Kleine Welle ein. Tief sinken, aus. Über die Zehenspitzen rollen. Und hier lass die Knie in der Luft. Schieb dich ganz weit nach hinten. Diamantsitz. Hände zu deinem Herzen. Ganz weit nach oben. Und es langziehen. Die ganze Wirbelsäule langziehen. Katze ein und herabschauender Hund, wir halten vier Atemzüge. Jetzt achte nochmal darauf, dass du die Zehen schön öffnest, die Hände, schaust dir ruhig an, die Füßchen und deine Händchen. Schieb die Fersen nach außen. Zieh die Kniescheiben hoch. Bitte noch zwei ganz tiefe Atemzüge. Gut, links steigt, einatmen. Zieh den Fuß durch und aus. Ruhe, Ausfall. Einatmen und kletter nach vorne aus. Aufrichten, einatmen und aus. Einen Moment nachspüren. Wir gehen mindestens noch einmal rechts und links durch mit zwei anderen Haltepunkten. Gut, es geht los. Ein und hinauf. Und Schultern kreisen und tief genießt die Länge in deiner Wirbelsäule. Lang ziehen ein, kletter nach hinten. So, unser liegender Held. Guck mal, dass du hier ein bisschen mehr dich noch nach hinten öffnest. Becken sinken lässt. Wunderbar. So, dann geht es weiter. Nächster Ausatmen. Hände landen, Zehenspitzen aufstellen, herabschauender Hund. Entweder Katze oder Tisch, entweder Raupe oder Stab. Heraufschauender Hund. Schlafendes Kind ausatmen. In den Diamantsitz ein. Aus. Langziehen ein. Ganz lang strecken. In die Katze ein. In den herabschauenden Hund aus. Wir gehen weiter. Rechter Fuß steigt. Zieh den rechten Fuß durch. Hier wollen wir unseren zweiten Haltepunkt einbauen. Ganz weit nach hinten öffnen. Versuch mal, ob du noch ein bisschen tiefer kommen kannst. Und wir halten. Zieh die Arme noch mehr hinter deinen Ohren. Öffne dein Herz. Noch zwei Atemzüge. Wunderbar. Mit dem nächsten Ausatmen aktiv im Bauchraum richtig rund werden. Nach vorne klettern. Ausatmen. Aufrichten.
einatmen und nachspüren. Linke Seite langziehen, einatmen, Schultern kreisen, tief sinken, ausatmen. Kleine Welle ein, links klettern nach hinten, links Fußrest auflegen, so einen ersten Haltepunkt halten, hier schön das Becken vielleicht noch ein bisschen tiefer fallen lassen, gut, noch zwei wunderbare Atemzüge. Sehr schön, rund und klettern nach hinten. In den Tisch oder Katze, wie es zu dir passt heute, tief in den Heraufschanken und zieh dich, lass die Knie immer ein bisschen noch in der Luft und dann lande einen Moment hier, einatmen und nachspüren, langziehen, einatmen. Und weit nach vorne, schlafendes Kind, streck die Hände in die Katze mit einem Einatmen, in den herabschauenden Hund, ausatmen, linkes Bein steigt, zieh den linken Fuß durch und hier wollen wir das Taschen nach hinten schieben und uns ein bisschen zentrieren, darf gerne wackeln, wackel ruhig mal bewusst mit dem, genau. Linker Fuß und dann such die Stille in deinem linken Fuß und schieb dein Herz zum Himmel. Weiter. Mindestens noch zwei Atemzüge. Wunderbar. Sehr gut. Mit deinem nächsten Ausatmen denk an deinen Bauchraum. Aktiv sein. Nach vorne klettern, ausatmen. Lang ziehen mit deinem Einatmen. Und nachspüren. Letzte Runde. Gut. Haltepunkt ein. Tief sinken, aus. Kleine Welle ein. Und wir klettern wieder weit nach hinten. Und einatmen in den schönen liegenden Halt. In den herabschauenden Hund aus. So, diese Runde wollen wir Welle halten, schieben, zurückziehen. Zweimal noch Welle, Gewicht auf die Fingerspitzen zurückschieben. Genau, letztes Mal Welle. Ich muss euch ganz schön warm haben, weil wir wollen nachher in einen liegenden Spagat gehen. Heraufschauen. Kleines Päckchen und aus. Richte dich auf und das Nachspüren. Langziehen und ein. Und die ganze Wirbelsäule streckst, indem du die Hände weit nach vorne ziehst. In die kleine Katze. In den herabschauenden Hund. Rechter Fuß steigt. Zieh den rechten Fuß durch. Ganz schön aufrichten. Liegende, aufrechte Position. Sorry, kein liegender Held. Tief klettern aus. Aufrichten ein. Und das Nachspüren. Gut, letzte Runde links. Langt hinein. Genieß nochmal dieses Tiefsinken. So schön, sich auf die Beine zu ziehen. Kleine Welle ein. Linker Fuß klettert nach hinten. Liegender Held ein. In den herabschauenden Hund. So, hier. Nochmal richtig auf die Zehenspitzen steigen. Ziehen. Wirbelsäule bewegen. Welle, Welle, Welle langziehen. Noch zwei. Schön ausatmen. Ein und ein letztes Mal. In den Tisch. In den Stab.
auf, schauender Hund. Lass die Knie in der Luft. Jawohl, sehr gut. Kleines Päckchen. Nachspülen. Langziehen ein. In die Katze ein. In den herabschauenden Hund auf. Linkes Bein steigt. Zieh den linken Fuß durch. In einen hohen Ausfallschritt einatmen und kletter nach vorne aus. Aufrichten. Und den kleinen Moment nachspüren. Ruhig die Augen schließen, wenn du möchtest, oder offen lassen, wie es für dich passt. Mal gucken, dass du jetzt dich nochmal zentrierst. Ein bisschen spürst und wahrnimmst, wie stehen die Beine auf dem Boden. Sehr schön. Als kleine Zwischenübung für unsere Balance machen wir Folgendes. Du kannst die Decke nehmen als kleines Polster, um deinen Mittelfußknochen aufzubauen. Eine Variation zu unserer Yoga-Palme. Einatmen und dich ganz auf den Mittelfußknochen hochziehen und ausatmen, sinken. Gerne die Beine beugen und hier fest mit deinen Fersen zum Boden kommen. Einatmen und komm ganz langsam in die Streckung und zieh dich ganz nach oben. Genau, und ausatmen. Bitte noch zweimal. Nur dieses Einatmen und alle Gelenke, als wolltest du am Platz. Vielleicht ziehst du auch die Arme näher an deinem Körper. Genau, du willst eigentlich hier deinen Körper nicht nach vorne bewegen, sondern im Lot nach oben fahren. Bitte ein letztes Mal. Das Einatmen in die Palme. Und jetzt halte noch mehr. Streck nochmal Sprunggelenke, Kniegelenke. Upsla und aus. Gut, spür einen kleinen Moment nach, schließ die Augen und auch wenn du eine Decke unter deinen Füßen hast, das Wahrnehmen, was sich verändert, Kniescheiben hochziehen, Rücken lang strecken, Außenkanten ganz aktiv deiner Füße spüren. Sehr schön. Dann gehen wir heute gleich in unsere Pyramide. Zieh ihn leicht nach innen und acht darauf, dass du nicht so weit bist. Einatmen, Schulternkreis nach hinten. Ich nehme immer ganz gerne meine Decke zu Hilfe und strecke meine ganze Wirbelsäule. Lass mir ein bisschen Zeit. Fersen, Sitzknochen auf einer Linie. Dann schau unter deinen Beinen durch. Wirklich noch ein bisschen durchklettern. Und jetzt nimm die Beine zwei Füße weiter nach auseinander und guck mal, wenn du den Kopf auf die Erde stellst, dass du auch hier Sitzknochen nach oben ziehst, Hände hinterrücks faltest und dich einfach mit deinem Scheitel ganz fest in die Erde stellst. Denk nochmal die ganze Beinaußenseite, den Fußkantenbereich fester in die Erde zu stellen. Gut, und dann lege ich meine Hände hinten an meinem Becken ab und komm ganz langsam in eine halbe Vorbeuge. Aktiviere deinen Bauchraum in eine ganze Vorbeuge. Wir öffnen den Fuß. Wir gehen einen schönen Krieger 2 an. Sprunggelenk, Knie. Du kannst gerne noch ein bisschen tiefer gehen. Und wir halten unseren Krieger 2. In einen seitlichen Winkel, hier die Hand setze ich hinter meinem Fuß und schau mal am Ellbogen vorbei. Zieh dich noch mehr länger. Versuch noch mehr dein Becken nach unten Richtung Erde zu schieben. Gut, und dann richte ich mich auf. Einatmen. Gewicht nach vorne. Gewicht nach hinten. Und wir kommen tief. Zieh hier dein Zeh nach außen. Setz dich mal rein und hilf dir mit dem Hebel deines Ellbogens, dein Knie zu öffnen. Wir legen den Fuß, den
linken schön zu unserem Sitzknochen richten. Und wir nehmen einmal hier Becken runden, Becken strecken. So. Einatmen, leg deine Hand auf die Innenseite und versuch mal von oben zu greifen. Wenn du greifen kannst, wunderbar, sonst bleibt die Hand in der Luft. Aber ich schaue hier am Ellbogen vorbei. Dann zieh dich noch einmal richtig lang und versuch mit deiner linken Hand am Fuß vorbeizugreifen. Und auch hier den Rücken einen kleinen Moment zu lösen. Genau, die Wirbelsäule schön in die Länge schieben. Einen tiefen Atemzug nehmen. Und mit dem nächsten Einatmen aufrichten. Dein Bein klappe ich zu. Einmal über Kreuz legen. Und wir wollen hier Wirbel für Wirbel, sorry, Tasche, uns langlegen. Jetzt bleibt mein linkes Bein fest auf der Unterlage und ich greife. Nimm ruhig mal deine Nasenspitze zum Knie und zieh mal ganz aktiv, ganze Beinrückseite lang. Gut, lass jetzt dich von innen um deine Ferse greifen und lass die linke Hand an deinem Becken. Und zieh den Fuß in die Seite. Schöne Atemzüge. Die Beweglicheren unter euch könnt gern mit der beiden Hand und dem Fuß mal einfach in das Ohr klemmen. Aber machen wir nur, wenn wir gut gelaunt sind, ne? Das genießen können. Wunderbar. Jetzt gehen wir in die Gegenbewegung. Zieh den Fuß in die Ecke und zu dir hin. Lass deinen Kopf nochmal landen, Schulter bleibt. Okay, greif nun mit beiden Händen und zieh nochmal ganz fest. Und hier will ich drei schöne Atemzüge, gern die Augen schließen. Sehr schön. Greif unter den Oberschenkel, mach nochmal die Beinrückseite aktiv, zieh dich hoch, stell den Fuß unter dich drunter. Hier, beide Füße auf eine Linie lehnen und wir kommen direkt in ein Dreieck. Auch wieder zum Himmel schauen, ganz lang ziehen. Dann schaue ich zurück zur Erde. Und richte mich auf. Und unsere Übung einen Moment nachspüren. Linke Seite. Einatmen, langziehen. Hinterrücks greifen. Schultern weg von den Ohren. Tief sinken. Erst dieses Länge bringen in deinen Wirbelkörper. Also Hüftknochen, Fersen. Und richtig in die Länge ziehen. Und dann möchtest du mit dem Kopf zur Erde kommen. Schön stabilisieren. Sitzknochen noch intensiver nach oben. Ungewohnt greifen. Tiefe Atemzüge. Sehr schön. Leg deine Hände auf deinem Becken. Rand ab. Einatmen in die halbe Vorbeuge, ausatmen, zieh dich ganz nach oben. Wir öffnen den Fuß. Krieger 2. Fuß darf ein bisschen nach hinten schieben, aber wir wollen das Knie im rechten Winkel halten. Schau nochmal, der Krieger 2, der hebt so ein bisschen sein Herz an. Und wenn du ein zweites schaust, und lass deine Augen ganz still werden. Seitlicher Winkel. Hier kannst du hinter deinem Sprunggelenk absetzen und zum Himmel schauen. Also den Oberrücken aufdrehen. Vielleicht noch ein bisschen mit den Ellbogen Richtung Himmel schieben. Wunderbar. So, mit dem nächsten Einatmen.
Einmal ging und einmal bewegen und nach hinten. Und wir sind ganz langsam tief gekommen. Ferse aufstellen, lass dir Zeit, ne? Dreh den Zeh nach außen, greif hier mit dem Ellbogen und wir öffnen so ein ganz klein bisschen die Hüfte. Streck deinen Rücken. Wunderbar, wir nehmen Oberschenkel, Fußsohle zueinander, dreh den Rücken auf, deine Hand auf die Innenseite. Du kannst gerne die Hand in der Luft halten. Immer dieses, in dem Bereich den Rücken öffnen. Aufheben. Sehr gut. Wir nehmen einmal die Nase. Zieh dich 2, 3 Atemzüge in die Zange. Dann das Einatmen, Rücken strecken, aufrichten. Wir nehmen den Fuß einfach zuklappen wie ein Buch, nach vorne setzen und ganz langsam ablegen. Wirbel für Wirbel. So, jetzt ist unser rechtes Bein unser Standbein. Also rechte Hand an der Leiste lassen, Nacken lang ziehen. Und hier mal. Gerne mal die Nase bis zum Knie heben. Schön die Beinrückseite strecken. Richtig lang ziehen. Und dann lass dich ablegen. Ich achte immer noch mal, dass ich eben auch im Sprunggelenk meine Linie meiner Gelenke respektiere. Und ziehen. Gut, wir greifen von innen und ziehen jetzt den Fuß weit in die Ecke. Du kannst hier, wenn du möchtest, die Hand gegenlegen, hier öffnen, deine Ferse aktiv in den Raum schieben und die Beweglicheren dürfen gerne von oben greifen und sich richtig reinlegen. Genießen 2, 3 Atemzüge, bis du ganz weich in deinem Hüftraum bist. Gut, und dann komme ich ganz langsam zurück. Hier greife jetzt mit deiner gegenüberliegenden Hand die Fußaußenkante und zieh die Ferse in die Ecke. Sehr schön. Unterschenkel. Greifen, nochmal ganz fest und aktiv machen. Zieh dich hoch, stell deinen rechten Fuß unter dich drunter. Unser letztes Asana ist unser Dreieck. Also, Fersen schön lang stellen, linke Hand zur Erde hin und öffne dich auch hier. Dreh dich auf, schau zum Boden. Noch 2 schöne Atemzüge. Wunderbar, dann lasse ich mich sinken und komme zu meinem kleinen Endpositionchen. Ich mag ganz gern so eine Decke um die Schultern, um die Füße, was du hast. Wir wollen noch mal einen kleinen Moment in die Stille gehen. Zum Yoga-Flow nachspüren, dem Herz öffnen. Einfach mal deine Augen schließen und noch mal nachspüren. Das Einatmen wahrnehmen, deinen Ausatmen wahrnehmen. Und ganz bei deinem Atem verweilen. Die Welle der Atmung, spüre diese. Sie erfüllt dich. Deine Achtsamkeit ganz im Hier und Jetzt bei deiner Atemwelle. Und wenn sich deine Gedanken lösen, dann bemerke dies, merke, wann es geschieht. Bemerke, warum es geschieht. Und bring dann deine Achtsamkeit und ganz freundlich zurück zu dem Ein- und Ausatmen.
Einatmen, ausatmen, vollständig. Sehr schön. So, wir bewegen wieder die Zehenspitzen und unsere Finger. Streck dich nochmal ganz in deiner Wirbelsäule. Regel mal die rechte und die linke Seite. Schön, stell die Füße auf, rechts und links, und roll über deine Lieblingsseite ganz langsam zum Sitzen. Wir kommen noch einmal in unseren kreuzbeinigen Sitz. Legen die Hände aufeinander. Wir decken unsere geschlossenen Augen mit den warmen Händen. Und mit dem nächsten Einatmen blinzelst du die Augen auf. Streich nochmal an deinen Haaren, zieh an deinen Ohren, deinen Nacken. Schau zum Himmel, atme ein. Und wir berühren unsere Stirn. Wir berühren unsere Lippen. Unser Herz. Und wir verneigen uns voreinander in Dankbarkeit. Namaste. So, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Ich finde diesen Flow wunderschön, übt ihn und ich wünsche euch eine schöne Zeit jetzt.